Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem Rio-Brick-Set und zwar der Nummer 680 und es ist die 917 Living Legend. Meiner Meinung nach ein Traum vom Fahrzeug, die Verschmelzung von alten Technologien mit der modernen Technik und damit eben eine lebende Legende. Dieses Fahrzeug hat viel Bekanntheit durch den aktuellen Gran Turismo 7 Teil erlangt und wurde hier eben jetzt von Rio Bricks in seiner Technology-Reihe umgesetzt. Das ganze Set hat 355 Teile, sollte nicht allzu schwer sein und kostet um die 20 Euro, was es in einem Speed Champions Maßstab nicht unbedingt zu einem Preisknaller macht, weil da kann man sich auch, zumindest mit den Rabatten am Markt, ein Original Lego Speed Champion kaufen. Dementsprechend muss dieses Set auf jeden Fall etwas zeigen. Wenn wir uns die Verpackung anschauen, ist die schön hochwertig gemacht. Das Fahrzeug und die Schrift kann man auf der Verpackung auch fühlen, da ist eine kleine Erhebung drauf. Sehr schlichtes, aber meiner Meinung nach passendes Design. Auf der Rückseite sehen wir das Fahrzeug nochmal aus allen möglichen Perspektiven, aber viel mehr kann man der Verpackung nicht entnehmen. Dementsprechend würde ich sagen, ich mache das Ganze jetzt mal auf und wir schauen uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Die erste Negativüberraschung in der Packung ist es wirklich ganz schön luftig. Hier haben wir die Teiletüten und damit eine ganz schöne Plastikverschwendung, denn die Teile sind einzeln in kleinen Tüten und dann nochmal in so einer großen, sehr luftigen Tüte ummantelt. Und die hätte es hier nicht gebraucht. Hier gibt es nur einen Bauabschnitt und eben auch nur eine Bauabschnittstüte, also hätte man auch diese große Umtüte einfach weglassen können. Es hätte niemanden gestört. Aber über die Teilequalität reden wir wie immer während des Baus, wie ihr das gewohnt seid. Und dann haben wir hier die Anleitung, genauso schlicht wie die Verpackung gehalten. Sie ist klammergebunden aus einer ordentlichen Papierqualität. Es wird in so einem blau-gräulichen Ton dargestellt, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Die Drucke haben eine hohe Qualität und insgesamt wird auf 21 Seiten gebaut und hier habt ihr nochmal die Teileliste, wenn euch das Ganze interessieren sollte. Hier werden ja auch Sticker verklebt, ich bin mal gespannt, wo der Stickerbogen ist. Ich gehe mal auf die Suche und ich gebe euch gleich Bescheid. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum die Sticker nicht in der Anleitung sind, weil das ja eigentlich mittlerweile jeder Hersteller so macht. Ich habe jetzt wirklich alles durchgesucht. Ich habe auch die große Teiletüte geöffnet, um zu schauen, ob hier vielleicht die Sticker sich drin verstecken. Hier verstecken sie sich aber auch nicht. Ich habe nochmal in die Verpackung geguckt, ob ich da was übersehen habe. Da verstecken sie sich aber auch nicht. Und auch in der Versandverpackung, also in der Umhülle zum Versand, ist der Stickerbogen nicht auffindbar. Das bedeutet, hier fehlt einfach der Stickerbogen. Und dann ist ja Punkt 1 schon mal, es ist doof, wenn überhaupt Sticker dabei sind. Auch in so einer Menge. Denn für so eine Preisansage hätte man auch das ein oder andere meiner Meinung nach printen können. Aber Punkt 2 ist dann noch, wenn sogar dieser Stickerbogen nicht im Set ist, das ist wirklich nervig. Ich schaue jetzt mal, ob ich diesen Stickerbogen von Rio Bricks irgendwie nachgeliefert bekomme. Im Notfall habe ich das Ganze über Amazon bestellt. Das heißt, ich könnte es zurückschicken. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich in ein paar Tagen, hoffentlich mit einer guten Nachricht wieder. Denn dieses Fahrzeug hier vorzustellen ohne die Sticker macht nicht allzu viel Sinn. Denn dann ist es irgendein komischer roter Sportwagen, aber eben keine Living Legend. Für mich werden jetzt ein paar Tage vergehen, für euch vielleicht nur eine Sekunde. Bodenlos. Nur ganz kurz zwischendrin, der Stickerbogen hat wirklich gefehlt. Ich habe dann Amazon als Verkäufer darauf angeschrieben, dort gab es überhaupt keine Probleme. Ich sollte dort das Set mit dem fehlenden Stickerbogen zurückschicken und dann habe ich mir dort einfach ein neues zuschicken lassen. Das Ganze hat jetzt 3 Tage gedauert, aber das ist natürlich der Vorteil bei Amazon. Da funktionieren solche Reklamationen immer sehr gut. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und bin sehr auf dieses Set gespannt. Und nach einem wirklich unkomplizierten, um nicht zu sagen kinderleichten Bau, ist sie auch schon fertig, die Living Legend von Rio Bricks. Also mit der Anleitung gab es überhaupt keine Probleme, sie ist super verständlich, da braucht man sich gar keine Sorgen machen, das bekommt jedes Kind hin. Ungefähr 45 Minuten habe ich jetzt für den Bau gebraucht, da habe ich aber auch wirklich entspannt gebaut.
und hatte auch an dem Bau durchaus meinen Spaß. Die Teilequalität ist vom Baugefühl in Ordnung, es ist so gutes Mittelfeld. Mir sind die Steine ein Stückchen zu straff, sie sind auf jeden Fall viel, viel stärker von der Klemmkraft als Lego, aber immerhin sind sie alle gleich stark, das ist also jetzt keine einzelne Abweichung, dass manche Steine locker sitzen und die anderen dann sehr stark sind, dass man denken würde, dass dort die Qualitätssicherung versagt hat, sondern hier ist es eben so, dass alle Steine gleich stark sind, mir aber diesen Ticken zu stark. Die größte Schwachstelle der Steine ist leider das Aussehen. Die Fliesen sind teilweise so stark abgegriffen und zerkratzt, dass man denken könnte, die sind schon in einigen Krabbelkisten gewesen und es sind uralt und gebrauchte Steinchen. Aber sie sind ja ganz neu. Genauso haben wir hier Hochglanzteile mit Mattenteilen verbaut und dadurch entsteht auf den ersten Blick doch immer mal eine große Farbabweichung. Wir sehen das vor allen Dingen zum Beispiel an dieser Stelle oder auch hinten beim Spoiler. Die Sticker sind keine Transferaufkleber, sondern die billige Variante von Stickern. Aber für die billigeren Sticker ist die Qualität wirklich in Ordnung. Die sehen gut aus, wenn sie dann verklebt sind. Schade ist nur, dass man auf den ersten Blick sieht, dass der Farbton von den Stickern gerade im Rot keinesfalls dem Farbton von dem Stein entspricht. Und da muss man sagen, dieses Fahrzeug hat auf jeden Fall auch in dieser Klemmbaustein-Variante seine Schokoladenseiten, wo es richtig gut aussieht und wo man es auch sehr gut präsentieren kann. Ich finde, die Front ist sehr schön getroffen, auch wenn natürlich dort viel mit Stickern gemacht wurde. Das Heck sieht sehr klobig aus, das gibt aber die Vorlage auch so her. Ich habe eher ein Problem mit der Seitenansicht. Denn in der Seitenansicht sieht man einfach, dass der 917 Living Legend nicht unbedingt für den Speed Champions Maßstab geeignet ist. Gerade an den Radkästen und auch an den anderen Stellen ist er mir viel, viel zu eckig im Vergleich zur Vorlage. Aber mehr konnte der Designer hier nicht rausholen. Man muss sich aber als Hersteller die Frage stellen, ist es dann unbedingt das richtige Fahrzeug, um es im Speed Champions Maßstab auf den Markt zu bringen? Wir haben aber trotz alledem auch schöne Details am Fahrzeug. Also ich will damit keinesfalls sagen, dass das Fahrzeug hässlich oder überflüssig wäre. Man muss sich dem aber bewusst sein, dass es eben nicht 1:1 wie der Porsche 917 Living Legend aussieht. Obwohl man ihn natürlich trotzdem erkennen kann. Der Innenraum ist komplett ausgestaltet. Das zwar sehr spartanisch, aber es ist natürlich ein Rennwagen. Ein Rennwagen sieht eben von innen so aus. Wir haben hier so blau angedeutete Rennsitze und das ist wirklich in Ordnung. Warum dort oben jetzt unbedingt pink rein musste und warum wir dann im Heckbereich nochmal zwei grüne Teile unbedingt gebraucht haben, bleibt mir dann doch eher ein Rätsel. Eine Figur ist nicht zu dem Set dabei, also genauso wie er jetzt hier steht, bekommt ihr ihn auch. Als Fazit kann ich sagen, das Fahrzeug ist nicht 1:1 der Porsche 917, die Living Legend. Aber man erkennt es auf jeden Fall und es ist bei Weitem nicht hässlich. Man hat auf jeden Fall viel Bauspaß bei dem Set, aber an der Steinequalität könnte Rio Bricks auf jeden Fall noch ein Stückchen schrauben. Die Menge der Sticker hält sich hier noch ein Stück weit in Grenzen, weil eben vor allen Dingen große Sticker verwendet werden. Diese großen Sticker sind aber nicht über mehrere Steine geklebt, sondern eben auch auf einem großen Teil befestigt und dadurch ist das eine schöne Lösung. Ob das Set einem aber 20 Euro mit den Problemen der Steinequalität wert ist und eben trotzdem mit dem Wissen, dass hier keine Figur dabei ist und eben trotzdem wieder sehr vieles hier mit Stickern gemacht wurde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich persönlich sind die 20 Euro als Preisschild hier definitiv ein Tick zu hoch. Wem das Fahrzeug aber eben genau so, wie es jetzt hier dasteht, gefällt, der kann auch die 20 Euro dafür ausgeben, weil er dann auf jeden Fall nicht enttäuscht wird davon. Von mir gibt es auf jeden Fall für Fans von dem Fahrzeug eine Kaufempfehlung, die damit klarkommen, dass es auch ein paar Ecken und Kanten daran gibt, die eben nicht 1:1 wie die Vorlage aussehen. Und für alle anderen ist es nicht unbedingt eine Kaufempfehlung, weil wenn sie einfach nur ein schnuckliches Fahrzeug bauen wollen, gibt es in der Preiskategorie auf jeden Fall das ein oder andere, was nochmal ein Tick besser ist, gerade von der Steinequalität. Und solche Fehler, wie das als erstes der Stickerbogen gefehlt hat, sind natürlich umso ärgerlicher, wenn auch der Preis ein Stück weit steigt. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.